der Titel. Na, wer hatten sich das schon wieder einfallen lassen? Ja, hallo und grüß euch Kinder. Da findet ihr nicht auch? Weil sie wissen, was sie wollen. Na, bitte, was soll das heißen? Na, nix weiß ich. Also, nicht, was ich will. Also halt nicht genau. Aber das soll ich jetzt. Sagt der Herr Papa, wissen, was ich will. Also, eigentlich soll ich wissen, wen ich will. Ich soll mir jetzt nämlich einen Bräutigam aussuchen. Na, können Sie sich das vorstellen? Auf einmal kommt er mit sowas daher. Na, und ich hab da überhaupt keine Lust drauf. Also, auf einen Bräutigam halt. Einen Mann halt. Einen Prinzen halt. Weil drunter, also unterm Stand drunter, da spielt sich gar nichts, sagt der Papa. Ich soll also wissen, wen ich will. Na, und ich sag euch jetzt mal was. Was ich wirklich weiß, ist, was ich nicht will. Das ist alles zusammen überhaupt nur mehr zu Haare raufen. Ich mein, der Eule spinnt doch. Na, hallo. Hallo. Geh, Prinzessin. Prinzessin, was weißt denn? Das, na, was? So viel weinen musst du? Aber warum denn? Schau, komm her in die Arme von der Tante Maxi. Maxi. Na, die kennt's ja noch nicht, Kinder, gell? Das ist die Tante Maxi. Sie war früher der Bruder vom Papa. Na, und jetzt ist sie seine Schwester. Und ich mag die Maxi sehr. Der Papa hat gesagt, dass es an der Zeit ist und ich mir einen Mann suchen soll. Also, heiraten soll ich. Was? Der Eduard will dich verscherbeln? Verraten! Ja, hab ich ja gesagt. Also dem fällt was ein. So ein gescheites, liebes Marl. Na, da tät ich auch blären. Ja. Na, und wie kommt denn der auf solche Sachen? Da wird man doch was machen können, oder? Nein, das ist fix. Der Papa hat entschieden. Und morgen soll schon die Brautschau sein. Jesus. Urplötzlich ist er mit dem Schar, also mit der Idee daherkommen. Ich weiß auch nicht, wie er auf sowas kommt. Er hat irgendwas gefaselt von, dass er sich langsam zur Ruhe setzen möchte. Geh, hör auf. Der Eduard, der redet zwar viel und gescheit. Also, was er halt glaubt, was gescheit ist, aber eigentlich hat er ja schon auch was am Kasten und ein Herz. Also, so ganz deppert ist er ja eigentlich auch nicht, ja, nicht? Aber zuhören kann er nicht und verstehen erst recht nicht, der Papa. Ich habe ihm wirklich oft weniger eindringlich und oft mehr eindringlich gesagt, dass ich keine Lust auf einen Bräutigam habe. Na, und was hat er drauf gesagt, der Eduard? Dass ich nun mal eine Prinzessin bin. Und eine Prinzessin braucht irgendwann mal einen Prinzen. Und das irgendwann halt jetzt ist. Und
Ich soll mich nicht so anstellen. Und sowieso und überhaupt so ein. Nein, Prinzessin, schimpfen tust du jetzt aber nicht. Nicht? Weißt was? Ich schau, ob ich die Peppi ausfindig mach. Weil die kann uns sicher helfen. Und dann holen wir die her. Und dann soll die einmal dem Eduard sagen, was so Sachen sind. Heiraten, ach, so ein Blödsinn. Na, wen willst du ausfindig machen? Na, wer ist denn das überhaupt? Na, und meinst du, das nützt was? Ich meine, was soll denn so eine Peppi bitte bringen? Was sollen die tun? Na, Kinderl, die Peppi, das ist ja nicht bloß eine Peppi. Die kenne ich schon ewig. Und dein Papa auch. Ah, das waren wilde Zeiten, sag ich dir, Kinderl, Zeiten waren das. Und zu all dem ist sie ja auch die Cousine vom Kasperl. Und die hat dem Kasperl eigentlich erst alles beigebracht. Boah, na Kinder, die Peppi? Echt? Die Cousine vom Kasperl? Na, das ist es aber nicht wahr. Doch. Und von der hat er alles erst gelernt. Ohne die Peppi wird's den Kasperl, so wie ihr den kennt, Kinder, eigentlich gar nicht geben. Die ruft er heut noch jedes Mal an, wenn's wieder was für ihn zum Tun gibt. Na, wui! Ja, genau. So, und jetzt lass mich mein altes Adressbüchel suchen gehen und verlass dich auf die Tante Maxi. Maxi. Ah, Kinderl, derweil tust du dir einmal die Bewerber anschauen und lass dir nichts anmerken. Und bis zum Heiraten ist alles wieder gut. Entschuldige, das ist ein blöder Witz. Na, was? Also, ich bin und bleib die gescheiterste Figur in den ganzen Stickeln da. Was? Kinder? Ah, ihr seid auch da? Naja. Na, dann passt einmal ganz genau auf, wie ich da mit dem heutigen Tag die Herrschaft an mich reißen werd und die Prinzessin auch gleich mit. Der Eduard, ja. Blaublütig, aber nix in der Birn. Ich habe ihm da so ein feines Trankel gemixt. Das kriegt er seit Tagen in sein Morgentee. Ja, und jetzt glaubt er noch, dass er die Prinzessin sofort verheiraten muss. Und das kommt mir, Feschak, natürlich sehr, sehr gelegen. Ein Meisterstreich. Aber gell, Kinder? Schön gusch bleiben, gell? Tut's mich nicht verraten. Noch bei meiner Seele. Prächtig. Schön haben sie das jetzt alles wieder hergekriegt, ja. Perfekt fürs Tausendschönchen. Na, da wird sie sich ja geschwind wieder einkriegen, ja. Ah, ja, grüß euch, Kinder. Na, was sagt ihr zu dem Glanz und Glitzer da? Nix, gell? Na, halt wird sich mein liebes Töchterl endlich einen Gemahl aussuchen, ja. Zeit wird's. Wer weiß, wie lange ich noch das Ganze da aushalten kann und wie lange ich das ganze Land noch gescheit regieren kann. Manchmal soll man ja früh genug wissen, wann's an der Zeit ist zum Gehen, also den Platz zu räumen. Und da wär's dann natürlich schon auch gut, wenn's einen gescheiten Nachwuchs dafür gabert. Der Quintus, mein Hofzauberer, hat damit schon ganz recht. Aber ja, das so geweint hat's gestern, das mag ich dann halt auch nicht. Servus, Papa. Na, euer Gnaden wäre aber schon anbracht, oder, Kinderl? Pfah,
So, das Kinderl, das geht mir aber schon so am Wecker. Eine Verzeihung. Na, seid gegrüßt, gnädiger Papa. Na, schon besser. Und hast dich eh schon beruhigt? Weil so eine hysterische Frau, sag ich dir, die will aber gar niemand, gell? Echt? Na, gut zu wissen. Na, hörst, jetzt hör aber auf mit deiner Bockigkeit da. Schon gut, schon gut. Du, wann kommen denn die Potenten, die potenziellen Bewerber, hm? Na, jeden Augenblick müsst's losgehen. So, komm, mein Kind, und stell dich da hübsch neben mich. Der August wird den ersten Kandidaten gleich hereinbitten. Also, August, geht schon. Eure Durchlauchten, ich darf untertänigst, gnädigst, also Herrn Prinz Magnus Muskelbrotz bitten, also herein, hinein bitten. Na hui, der Name, das sag aber eh schon alles. Na, jetzt reiß dich zahm, Herrschaftszeiten, pst. Na, Prinzessin und ehrwürdiger König, darf ich mich vorstellen, Prinz Muskelbrotz, Herr über jegliches Testosteron und auch ganz nebenbei von einem ganz gescheit großen Stückel Land. Also, wenn du mich wählst, Prinzessin, dann verspreche ich dir täglich meine ganz persönliche Augenweide, ja, und ein hauseigenes Fitnesscenter mit allem Drum und Dran. Puh, du, also ich sag's gleich, du, aber Sport ist ja jetzt nicht so meins, ne? Na, wappalapap, Baby, mit mir willst bestimmt schon schnell an die ganz großen Schweren. Ein bisschen dick wirst du nämlich auch schon, ja? Das gefällt mir nicht. Ja, also, na, dann haben's herzlichen Dank, Herr, ich mein Prinz Muskelbrotz. Wir haben einen straffen Zeitplan. Vielen Dank fürs Vorstellen. Evidenz, ja, bitte. Also, wir melden uns zeitnah, ja, gell? Was, so schnell? Na gut, habe ich einen ganz guten Eindruck gemacht, ja. Na, dann bis später, Baby, gell? Und schau, dass es weniger isst. Also, Papa, das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Na, eh nicht. Er muss da irgendwie reingerutscht sein. Ich weiß ja auch nicht. Also diese Bewerberliste, komisch. Aber also, da brauchst du jetzt keine Sorgen machen, weil einen solchen, also so einen Proleten, also quasi das, nein. Na gut, weiter geht's. August, bitte den nächsten Bewerber herein. Eure Durchlauchten, ich darf gnädigst, untertänigst, also Herrn Prinz Ignaz, ich erklär dir die Welt, herein bitten, also herein, hinein bitten. Ich erklär dir die Welt? Ja, jetzt horch doch einmal. Mich vorstellen darf, Prinz Ignaz, der auf alles eine Antwort hat und die einzig richtige noch dazu. Und daher kann ich alle deine Fragen, Prinzessin, beantworten. Und die von jedem anderen sowieso auch, gell? Na, ehrlich jetzt? Na, sowieso. Na gut, du, wennst du so gescheit bist, also, weißt, mein Steckenpferd ist die technische Chemie. Ja, na wirklich lieb. Aber mit mir an deiner Seite brauchst kein anderes Steckenpferd mehr, gell? Dann tragst du mir einfach die Schlapfen nach und waschst meine Unterhosen und dann hörst du mir einfach zu und darfst vielleicht manchmal die Seiten von dem Buch, was ich gerade lese, umblättern. Na,
Wie bitte? Ich weiß, großzügig bin ich auch noch dazu, gell? Da schaust. Und, König, neben all meiner Gescheitheit habe ich auch noch ein ziemlich großes... Danke, Ignaz. Ich mein, Prinz, ich erklär dir die Welt. Toll, beeindruckend. Ja. Aber wissen's eh, die Liste ist lang, da müssen wir jetzt gleich weiter tun. Haben's herzlichen Dank, wir melden uns. Ich weiß. Papa? Ja, sag nichts, ein Unsympathler vor dem Herrn, aber irgendwie, also diese Liste, ich weiß nicht, der Quintus und ich, wir sind die ja eigentlich ganz sorgfältig gemeinsam durchgegangen. Komisch. Naja, aber ja, aller guten Dinge sind drei. Also August, der nächste, bitte. Also, eure Durchlauchten, ich darf untertänigst, gnädigst, also Herrn Prinz Gunnar, Geld zum Saufuttern bitten. Also, herein, hinein bitten. Ich glaub's einfach nicht. Ja, also irgendwie ich auch bald nimmer. Ich bin Prinz Gunnar, Geld zum Saufuttern und weil dein Money, also das heißt Zeit ist Geld, gell, Puppi, weil Zeit Geld ist, habe ich auch gar nicht so viel Zeit zum Quatschen. Hier it is, du hast, bitteschön, ein Batzen Geld, so viel, das geht sich in einem Leben nicht aus, das auszugeben. Also her mit der Prinzessin. Na, ich fasse es jetzt einfach nicht. Ja, das glaube ich dir. So viel Bling-Bling, wie es nur wüsst. Ha, wie alle Frauen sich das nur wünschen täten. Papa! Ja, ist ja schon gut. Also danke, Herr Gunnar. Aber wir wollen zuerst noch die anderen Bewerber. Na, aber wenn einer das versteht, dann ich. Weil Wettbewerb ist alles nur Problem. Na? Also, wie gesagt, time is money. Lang warte ich nicht und deswegen bleibe ich auch gleich da, weil ich wär's eh werden, ne? Du, weiß ich. Papa, also ich weiß ja nicht, aber die Bewerber, die kommen mir alle so komisch bekannt vor. Ja, ich weiß ja auch nicht. Mir kommt das auch schon alles irgendwie na, fast verhext, verzaubert vor. Eure Durchlauchten, ne. Ja, was ist, August? Ja, ich darf untertänigst, gnädigst, also eine Unterbrechung ankündigen. Also, das Fräulein Peppi kommt jetzt einfach so herein, hinein. Ah, Kinder! Na, endlich! Die Peppi ist da! Kinder, ruft ihr mit mir gemeinsam nach der Peppi? Peppi! 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 Was? Na, die Peppi. Na, ja, da hast du jetzt aber richtig gehört. Also ich muss schon sagen, ich glaube, ich spinne, ja? Na, hallo, grüß euch Kinder. Servus, tausend schön. Na, ich meine, was geht denn da bitte ab? Sind wir beim Winterschlussverkauf oder was? Na, und wer ist denn der Bonzen da? Na, also, Peppi, ich weiß gar nicht. Das glaube ich dir. Du, Edi, ich hab gedacht, dass du aus unserem Geschichtel von damals was gelernt hast. Geschworen hast das, dass du niemals so werden willst wie deine Eltern, die dich auch immer nur gezwungen haben
und reingedrängt in den ganzen Glitzerschmafu da und in das, was du überhaupt nicht sein willst. Also Papa, na jetzt glaube ich, musst mir aber langsam mal was erklären. Gepeppi, jetzt lass mich. Du, na Edi, niemand lässt dich da jetzt raus aus derer Nummer. Die Maxi hat mir urviel von der Tausendschön da erzählt, ja? Das ist eine Gescheite. Eine, die was anderes werden will, als halt bloß verheiratet sein und ihrem Mann den Hausschlapfen hinterhertragen. Und sowieso, ja? Also, was? Also, jetzt reicht's. Ich hab ja nicht mehr Zeit gestohlen. Was kostet die Angelegenheit? Da jede Puppe hat einen Preis. Also, was kostet's mich, dass sie die Pipi ist oder wie sie heißt, dass sie sich jetzt sofort wieder verzupfen, ne? Tja, na du? Du bist aber ein gescheiter Kasperl, oder? Nein. Also, vor dir steht die Peppi. Eine Feminista. Und die ist Antikapitalista. Hast du das gecheckt? Was? Du, aber warte mal. Komm mal ein bisschen näher. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich dich kenn. Kinder, darf das wahr sein? Na, weißt du, wir zwei kennen sich sicher nicht. Hallo, Quintus! Du alter Giftmischer! Na, hab ich's ja gewusst! Quintus? Riecht's ihr das auch, Kinder? Da dürft mir was in meiner Zauberkuchel anbrennt sein. Ich sollte mich jetzt ganz geschwind einmal so untertänig sein. Ich verzupf mich jetzt. Papa! Mir wird grad ganz schwindlig. Na, ich glaube, ich träum. Der Quintus, Edi, den gibt's auch noch? Damals, in derer urargen Diskothek. Ich mein, der hat ja damals schon die ärgsten Sachen vercheckt. Gell, na, Peppi, das ist also immer noch ein Theater für Kinder, gell? Also, ich hab halt auch ein Herz. Und deswegen habe ich dem Quintus den Job als Hofzauberer gegeben. Holz zaubern kann er auch. Also es war dann ganz praktisch, wegen einem Heizen in der Energiekrise war das gewesen. Aber jetzt ist es ein für alle Mal aus. Ich habe mich eh schon gewundert, warum der Earl Grey, also mein Morgentee, so einen bitteren Nachgeschmack hat. Der muss mir da was reintan haben. Na, ich glaube, Edi, das hat sich jetzt eh erledigt. Beend den Quagel da und unterhalte dich mit deiner Tochter, ja? Die hat das nämlich nicht nur verdient, das steht dir verdammt noch mal zu. Na gut, ich bitte dich nur eins, Peppi. Na, was denn, Edi? Bitte geh geschwind wieder, bevor die Agnes heimkommt. Wie bitte? Die Agnes? Ja, das ist meine Mama. Ui, aha. Na gut. Dann vertschüss ich mich halt derweil, ja? Also, ich geh noch geschwind zu Maxi auf ein Kaffeetscherl. Bis später, Schöni. Sag nix, bitte. Bitte, Tausendschön. Ich muss mich nur bei dir entschuldigen. Es tut mir einfach furchtbar leid, dass ich da allen Ernstes dich hätte verheiraten wollen. Aber zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ich war halt berauscht, ja? Der Quintus, also wirklich. Ja, aber danke möchte ich dir auch noch sagen. Na, für was denn, Papa? Ja, dass ich von dir immer noch so viel lernen kann. Oh, Papa. Ja, und noch was. Was denn? Bitte erzähl der Mama nichts. Die lacht mich ja wieder nur aus. Und weißt, damals, da waren die Agnes und die Peppi, die waren damals auch noch also so ein Paar halt. Also das ist eine komplizierte Geschichte, mein Kinderl. Bitte, Papa. Ich bin ein für alle Mal kein Kinderl. Geh, Quintus,
Ich glaub, wir haben da noch ein Händel zu rauchen, rupfen. Das hast aber wieder super hingekriegt, ehrlich jetzt. Du, Peppi, ich danke dir. Du bist wirklich eine Wucht. Na, schon gut. Gern geschehen. Na, und was hast du jetzt vor? Na, jetzt, nein, das schreibe ich mich gleich an der Uni ein. Und dann heißt es bald Prinzessin Tausendschön, Doktorin der technischen Chemie. Weil, wisst, genau das ist es, was ich will. So ein gescheites Madel. Na, echt cool, Tausendschön. Du, aber ich muss jetzt dann wirklich wieder zurück. Weißt, der Draghi, mein Drachenfreund, der verbrennt gerade Brautschleier, quasi am Fließband. Na, das ist so eine Performance-Theatergeschichte für die nächste Pride. Pride Parade? Na bitte, Peppi, na da komm ich mit. Ja, ich auch, sowieso, immer. Ja, echt? Na passt, ursuper. So, und Kinder, ob ihr wisst, was ihr wollt oder eben auch nicht, beides ist euer gutes Recht. Vergesst bitte nicht, ihr dürft entscheiden. Baba! Und bis zum nächsten Mal. Baba! Baba! Peppi, die Zunge, die tut mir so weh, das tut urweh, das brennt.